Keine Sorge, mein wildes Gesicht wird er jetzt nur hier am Anfang des Videos sehen, denn in dem Video wird es jetzt primär um meine kleine Baumschule hier gehen, weil ja ein paar meiner tropischen Früchte bzw. tropische Bäume zeigen, die ich jetzt einfach auch so zum Spaß mit anbaue. Es sind auch wirklich sehr viele Exoten dabei, die wahrscheinlich einige von euch überhaupt noch nie gesehen bzw. auch noch nie von ihnen gehört habt. Natürlich werde ich auch hier ein paar einheimische Sträucher habe ich auch mit dabei, die werde ich euch dann auch noch ein bisschen vorstellen. Das sind die ganz normalen Klassiker, die ich jetzt durch meinen Anbau, durch Stecklingsvermehrung oder Ableger da einfach mal mit vermehrt habe. Dürft euch auch schon auf etwas gespannt sein. Und wie gesagt, das wird jetzt hier nur vom Anfang, werdet ihr mich sehen, jetzt so. In dem Zusammenhang freue ich mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Ich fange jetzt hier mal bei den Pflanzen auf der Terrasse an. Da hinten, das ist jetzt eine Luffa-Gurke, die ich vergessen habe reinzusetzen. Die ist richtig spät gekeimt. Ist jetzt einfach so, die konnte ich jetzt nirgendwo reinsetzen und dieses Jahr ist es auch nicht so toll gewesen, um die anzubauen. Ja, jetzt, ich glaube, ich habe drei oder vier in den Boden gesetzt und keine ist gekommen. Die sind alle kaputt gegangen. Schöne Erfahrungen jedenfalls. Das ist jetzt zum Beispiel eine Mango, da auch das mit den braunen Blättern habe ich. Ich habe mehrere Mangos aus Kern gezogen. Das geht eigentlich relativ einfach aus dem Kern. Das ist sozusagen die Hülle. Dann nimmt man ein Messer und eine Gartenschere, bricht da die Schale etwas auf oder schneidet sie auf und dann kann man dann den Kern raustun. Den habe ich dann in Zewa rein. So habe ich viele Pflanzen gezogen, einfach in Zewa und eine Plastiktüte rein, bis sie angekeimt sind und dann einfach in die Erde. Und da hinten jetzt zum Beispiel genau das gleiche ist jetzt hier eine usbekische Traube. Habe auch mehr von denen. Die gibt es bei mir im Russenmarkt. Immer wenn die Traubensaison ist. Die harten Kerne sind so längliche grüne Traubchen. Und ja, da durfte ich auch schon einige aus meinem Beeten raussetzen. Hier ist jetzt auch nochmal zum Beispiel etwas größer. Der ist jetzt vom Januar. Da habe ich die großgezogen, der hat jetzt schon vier Triebe. Das ist jetzt hier auch einer. Usbekische Traube, die haben sich jetzt ein bisschen erholt von dem Wetter. Hier auch alles voller Beikraut. Hier sind auch nochmal eine usbekische Traube, ein bisschen Grünkohl auch noch in der Vorzucht. Da schaue ich dann auch, wenn ich Platz habe, dass ich die für den Winter jetzt raussetzen kann. Kann man jetzt noch ein bisschen vorziehen. Grünkohl, eine super Pflanze für die Selbstversorgung im Winter. Hier, das ist jetzt ein kleiner Moringa da hinten. Da hat mir die Schnecke ein bisschen angefressen, hatte ich auch noch ein paar Samen übrig, habe auch mehrere Pflanzen. Hier, das ist jetzt eine Papaya, habt auch etwas mehrere Papaya, auch gut so 5, 6 Stück. Die ist jetzt etwas kleiner hier. Und das ist jetzt auch eine Feige, die kommt jetzt aus einem Kern. Da habe ich auch ein paar rausgezogen. Ein paar Stück, die werdet ihr auch noch später sehen. Hier ein Apfelbaum. Ist von mir aus der Region. Die Äpfel sind überwiegend ältere Äpfel und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Die muss man halt auch vorher stratifizieren. Das heißt, ich habe die für ein paar Wochen in den Kühlschrank gelegt mit Zewa, bis sie gekeimt sind. Mal habe ich auch mit Zwetschgen gemacht und so sind die dann gekommen. Manche sind auch direkt in der Erde, habe ich sie dann umgetopft. Habe ich jetzt hier auch mehrere Stück, die gebe ich sogar weiter, die Apfelbäume. Also wenn ihr Interesse habt, da ist sogar ein Waldapfel, ein grüner Süßer mit dabei. Die sind dann doch recht schmackhaft und robuster. Hier jetzt auch noch mal eine Feige. So, das da hinten, das könnte eine Zwetschge sein, auch aus dem Kern großgezogen. Apfel. Und dann nochmal hier ein Apfel, das dürfte auch ein Apfel sein, der so ein bisschen im Beikraut versinkt. Und hier, das dürfte entweder eine Indianerbanane sein, was ich bezweifle, mal die Blätter etwas anschauen. Das könnte eine Graviola sein, das ist eine Stachelanone. Da habe ich auch ein paar Samen, da muss ich auch aufpassen. Ich habe nicht so viele von denen. Die habe ich in Costa Rica mitgebracht und die schmecken richtig gut. Also jeder, der schon mal Cherimoya probiert hat, weiß, wovon ich rede.
gehört ja auch zur gleichen Familie. Hier jetzt auch nochmal überall Apfel und nochmal eine Feige aus dem Samen. Hier, das ist jetzt ein Avocado-Baum. Sorte weiß ich nicht mehr. Ich habe da 5 verschiedene Avocado-Dinge, weil ich mir Avocados spezielle Sorten nochmal geholt habe. Das ist jetzt nicht unbedingt Hass oder Fuerte. Das können auch andere sein. Habe ich auch einige von ihnen. Hier jetzt auch nochmal Apfel aus dem Kern gezogen. Wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, die gebe ich gerne weiter. Avocados habe ich auch genug, also so klein aus Samen gezogen. Da jetzt auch überall Avocados. Wenn ihr da auch Interesse habt von Avocado-Bäumen, könnt ihr mich auch gerne mal anschreiben. Hier auch Feigen, noch mehr aus den Kernen gezogen. Ich habe auch welche aus den Stecklingen, die zeige ich euch auch dann nochmal später. Und hier auch nochmal eine usbekische Traube. Und hier vorne dann nochmal, da sind nochmal die Avocados. Das ist jetzt eine Cherry Moya. Ist auch eine richtig schöne Pflanze, aber auch eine größere Pflanze noch. Und hier nochmal 2 kleine Mangobäume. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Die mögen überhaupt keine Staunässer. Also sofort, wenn sofort die Hauptwurzel anfängt zu faulen, also ist besonders wichtig, auch im Winter mäßig zu gießen, dann geht die Pflanze sofort ein. Also die mag das anscheinend überhaupt nicht. So sind mir einige Pflanzen auch kaputt gegangen. Drüben jetzt auch nochmal ein Mangobaum, der jetzt mehrere Triebe ausbildet. Ist auch jetzt recht schön, habe ich jetzt gerade gesehen. Freut mich, ist ja voll geil. Jetzt ein paar Dinge auch. Hier nochmal etwas größerer Mango, also es dürften schon einige sein. Vielleicht zähle ich dann im Schnitt dann mit, wie viel ich eigentlich wirklich habe insgesamt. Jetzt auch nochmal eine usbekische Traube, nochmal eine Graviola. Hier auch. Ne, das ist eine. Oh, Entschuldigung, das ist hier eine Indianerbanane, die ich aus Kern gezogen habe. Da habe ich mir stratifizierte Indianerbananen geholt, also Samen. Und da habe ich jetzt auch einige von denen. Die kommen ja aus Kanada, sind als unsere klimatischen Zonen angepasst. Habe ja auch dazu mal ein Video gemacht, verlinke ich euch auch gerne in der Infobox. Und die soll nach Mango schmecken. Bin mal sehr gespannt, wann die bei mir vielleicht mal Früchte trägt. Man soll halt jedenfalls 2 Indianerbananen nebeneinander setzen oder in der Nähe, damit die sich gegenseitig bestäuben, wie es halt bei Obstbäumen mal eigentlich so üblich ist. Hier auch nochmal Avocados und da nochmal ein paar größere Papayas. So, jetzt kommen wir mal zum Tisch. Da habe ich jetzt auch wieder einige Pflanzen. Das zum Beispiel, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz schlüssig. Da müsste ich vielleicht nochmal im Internet nachschauen. Das weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht. Das kann entweder ein Kabokbaum sein, der so baumwolleartiges Stoff bildet. Oder das ist, was habe ich denn damals zum Fasten genommen? Cassia fistula. Das könnte die auch eventuell sein. Das weiß ich nicht mehr genau. Sollte ich nochmal nachschauen. Da habe ich mir auch mal ein paar Samen geholt oder sowas und habe die mal hier reingesetzt. Also da sollt ihr vielleicht nochmal nachschauen. Hier jetzt auch nochmal kleine Papaya. Geht auch recht einfach in Zewa einwickeln. Recht warm stellen. Muss nicht unbedingt viel Sonne sein, dann kommen die schon. Hier, das ist jetzt eine kleine Rhabarberpflanze. Mein Rhabarber hat ja dieses Jahr auch wieder geblüht. Hat mir ein paar Samen genommen und in die Erde gesteckt. Da kommen wieder noch mal ein paar mehr. Die werde ich dann auch weitergeben, weil so viel kann ich mit Rhabarber auch nicht anfangen. Aber ich gebe das gerne auch an euch weiter, wenn ihr Interesse habt. Jedenfalls habe ich dann noch hier ein paar Indianerbananen wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück insgesamt. Die sind jetzt auch schon ein Jahr alt. Habe ich vor einem Jahr aus dem Samen rausgezogen. Entwickeln sich jetzt recht gut, haben sich ein bisschen von der. Ich habe sie zu früh im Frühjahr rausgestellt, haben sie Sonnenbrand bekommen. Die haben sich jetzt einigermaßen davon erholt. Freut mich. Hier jetzt ist es zum Beispiel eine Orange, auch aus dem Kern gezogen. Orangenzeit bei uns ja im Winter. Haben wir dann ein paar aufgehoben. Sind auch recht gut gekeimt. Hier nochmal die Cherry Moya. Und hier oben eine Kultur, die mir auch ein bisschen, ja, meistens nicht gelingt. Das sind jetzt hier rotfleischige Drachenfrüchte. Also die roten, rotfleischigen. Ich habe auch
Samen mit gelben, also mit den gelb- und weißfleischigen Drachenfrüchten, die versuche ich auch zum Keim zu bringen. Aber ich muss bei denen richtig aufpassen, weil die sind sehr empfindlich. Die sind mir schon durch den Wind umgeknickt oder Schnecken haben sie angefangen anzufressen, wie zum Beispiel bei ihm hier. Dass die sich halt so langsam wieder ein bisschen erholen. Das hat, wie gesagt, eine recht schwierige Kultur, aber ich versuche auch mein Bestes, die weiter zu pflegen. Habe ich auch so Samen rausgezogen. Hier unten dann nochmal eine Ananas. Die habe ich so mit dem Schopf reingesetzt und feucht gehalten. Dann fangen sie auch an zu bewurzeln. Das geht sogar mit konventionellen Ananas. Die kann ich euch auch später zeigen. Also einfach, da war ich glaube ich beim Edeka oder so. Da waren die im Angebot vollreife Ananas. Dann habe ich die mir einfach geholt. Und die habe ich zum Wurzeln gebracht. Die sollten aber nicht in der direkten Sonne stehen. Das weiß ich jetzt schon. Also so klappt das nicht mehr. Und die sollten eine hohe Luftfeuchtigkeit auch haben. Also Tracken in der Wohnung, das klappt nicht so. Hier jetzt auch nochmal ein Kabakbaum oder das, was halt da vorne ist. Die muss ich auch wieder ein bisschen feuchter machen. Hier jetzt auch die Schnecken beim Moringa. Also die Schnecken, die mögen Moringa sehr gerne. Also da weiß ich auch nicht, was der Fall ist. Die habe ich dann, als so viel geregnet hat, dann zerfressen vorgefunden. Die holen sich jetzt langsam. Jetzt nochmal hier ein Avocadobaum. Und hier unten auch nochmal ein paar Äpfel. Eine Äpfelsämlinge, ein paar Eichen, die ich irgendwo aus dem Beet mit rausgegraben habe. Ja, einfach in einen Topf reingesetzt, weil Eichen sind mordsmäßige Tiefwurzler. Also, kann man sich gar nicht vorstellen. Also so ein kleiner Eicheltrieb, der gerade mal 30 cm groß ist, der hat dann eine 3- bis 4-mal längere Pfahlwurzel und das ist einfach unbeschreiblich. Hier drüben auch wieder ein paar Äpfel und da auch nochmal eine Indianerbanane, eine etwas größere. Hier könnte auch eine Indianerbanane sein. Und das ist jetzt echter Lorbeer. Das ist kein Kirschlorbeer. Das ist ein echter Lorbeer, den ich von einem Freund bekommen habe. Der hat noch viel mehr. Wollte ich mir einfach mal mitnehmen. Meine Eltern hatten hier mal einen echten Lorbeer an der Terrasse, aber der ist dann zu stark gewuchert. Deswegen haben sie es dann wieder sein gelassen und rausgerissen, auch wenn sie ihn manchmal für Suppen benutzt haben. In mäßigen Konsum, sage ich mal. Soll man ja nicht so viel zu sich nehmen. Hier auch nochmal, ich glaube, 5 Pfirsiche, die aus dem Kern gezogen sind. Die sind jetzt auch schon 2 bis 3 Jahre alt. Mal schauen, wo ich die mal irgendwann hinsetze. Habe ja noch nicht so viel den Platz. Habe ja auch hier überall die Bäume im Kübel stehen. Wenn es mal kommt, dass ich mal ein Grundstück, ein größeres bekomme oder finde, dass ich dann mal ein paar Pflanzen raussetze. Hier habe ich jetzt auch nochmal Pfirsiche, Kakis, Aprikosen und noch eine Nektarine hier stehen. Und hier auch Apfelbaum. Das ist auch eine Aprikose hier drüben. Da auch noch eine Feige, eine größere im Topf. Ja, auch schon 4 Jahre oder sowas. So eine, das ist eine Mischung aus Nektarine und Pfirsich wegen der Veredelungsstelle. Also eine Nektarine ist auf eine Zwetschge drauf veredelt worden und jetzt von der Veredelungsstelle kommt die Zwetschge raus. Ich habe es einfach so wachsen lassen, weil es mir dann relativ egal geworden ist. Und jetzt auch hier nochmal eine zweite chinesische Dattelpalme oder Jujube genannt. Die habe ich aus dem Schrebergarten nochmal gerettet und die holt sich jetzt langsam auch wieder. Hier in der Ecke habe ich jetzt nochmal mehrjährige Feigen, beziehungsweise Feigen, die etwas älter sind. Die sind, glaube ich, schon bis zu 5 Jahre alt. Das sind jetzt kleine Bäume. Die Sorten sind Brown Turkey und Roi de Bordeaux. Das sind 2 Feigensorten, die recht winterhart sind. Das sind jetzt Stecklinge, die ich geschnitten habe vor einigen Jahren. Manche habe ich auch ertauscht bekommen und die wachsen jetzt auch schon richtig groß heran. Wie gesagt, wenn Feigen, dann winterharte, also die sind auch bis zu minus 15 bis minus 20 Grad winterhart. Meine haben zum Beispiel diesen Winter recht gut überstanden, die ich im Freiland habe, ohne irgendwelchen Schutz. Bin da auch sehr zufrieden und freue mich dann, wenn ich dann einige Feigen mal ernten darf. Dieses Jahr ist es leider nichts geworden. Hier, das sind jetzt weitere Avocado. Auch wieder aus dem Kern. Die sind jetzt gerade frisch. Die lasse ich da auch jetzt ein bisschen im Schatten. Die Tür spendet hier
wenn die Sonne dann scheint, ein bisschen Schatten, damit die nicht ganz in der Sonne sind, damit die nicht so schnell austrocknen. Das passiert nämlich schnell, wenn es dann in der Mittagszeit recht warm wird und die Sonne da drauf knallt dann und alles ausgetrocknet ist, dann kann es sein, dass die Bäumchen dann ganz schnell kaputt gehen. Das ist auch ein Avocado-Baum, der jetzt schon so 2 Jahre alt ist. Den müsst ihr mal vorhin kurz in den Topf setzen. Auch schon ein paar Probleme mit dem Pilz, aber sonst ist eigentlich alles okay. Hier jetzt auch nochmal Avocado und Salbei. Beim Salbei habe ich noch weitere Pflanzen. Und da ist es halt auch so, dass ich, wenn ihr Interesse habt, auch Salbei-Pflanzen an euch abgeben will. Das mache ich gerne. Also zum Beispiel, weil der halt so einen Geruch hat, ist der auch gut gegen die Braunfäule. Ist antifungal zum Beispiel. Und ein richtiger Bienenfreund. Und ich habe da jetzt einfach mehrere Pflanzen, weil ich schon genug bei mir in der Permakultur reingesetzt habe für die Bienen. Und bei der Braunfäule habe ich es jetzt so gemacht, dass ich es hier unter die Tomatenpflanze im Tunnel reingestellt habe. Das hat auch recht gut funktioniert. Erstaunlicherweise, das habe ich auch in einem anderen Video dann noch gesehen. Thymianpflanzen habe ich auch ein paar, die habe ich da auch untergestellt. Hier jetzt auch nochmal ein paar Avocado-Pflanzen. Und das ist jetzt eine Aloe Vera, die ist auch schon 5 Jahre alt. So, jetzt hier in ihrem Topf. Die mögen es eher schattiger bzw. halbschattiger. Habe ich in Costa Rica zum Beispiel gesehen, da habe ich riesengroße Aloe Vera Pflanzen gesehen im Freiland. Also die waren dann schon so 2 bis 3 Meter groß und waren richtig breit. Also die waren auch richtig schön anzusehen in der Reihe. Vor allem kann man gut als Busch oder sowas nutzen. Manche nutzen das auch dafür bei Hautproblemen oder Sonnenbrand oder so, dass es halt das beruhigender wirkt. Das mache jetzt nicht, weil bei mir der Sonnenbrand meistens nach 1-2 Tagen schon wieder weggeht. Egal wie intensiv der ist, liegt halt an meinem Essverhalten. Und hier drüben auch nochmal so ein kleines Gemisch wieder Äpfel, Mango und eine Avocado. Hier auch jetzt nochmal eine größere Traube. Das ist eine Traube, die ich aus Stecklingen gezogen habe von meinen jetzigen Trauben, die dieses Jahr richtig gut Früchte tragen. Da werde ich auch nochmal ein separates Video vielleicht nochmal dazu machen, wenn ich Lust dazu habe. Hier auch nochmal Avocado. Das Lustige ist auch bei den Avocados, wenn ich die. Ich hatte schon den Fall, dass die Kerne schon in der Frucht Wurzel gefangen haben und musste ich sie einfach nur noch in die Erde stecken. Also das ist mir ab und zu mal passiert. Das waren bei Avocados, die direkt von Spanien auch gekommen sind. Die habe ich jetzt nicht unbedingt im Discounter gekauft. Hier auch nochmal eine Traube. Das ist jetzt eine größere Graviola. Habe ich jetzt auch nochmal eine. Hier, das ist eine Sapote Negro. Das ist eine Schokoladenpuddingfrucht. Die habe ich mal ein Bild davon gesehen. Und die soll wie Schokoladenpudding schmecken. Die Früchte, die sie da bekommt. Und das hat mich dann wirklich angefixt, muss ich sagen. Deswegen habe ich mir ein paar Pflanzen geholt. Aber jetzt hier auch nochmal etwas größere. Das heißt, die schwarzen Sapoten sind in Mexiko weit verbreitet. Das heißt, hier bei uns kennt man die nicht so. Das sind dann mehr die weißen Sapoten. Hier habe ich auch 2 Pflanzen. Aber hier jetzt 1, 2, 3, 4 insgesamt dürfte ich haben. An den schwarzen Sapoten hier. Sind auch recht interessant. Dann hier auch nochmal eine Feige aus dem Samen. Das ist die goldene Lotusbanane. Die kleine hier ist auch winterhart bei uns. Die könnte man auch gut im Freiland reinsetzen. Hier ist dann noch eine goldene Lotusbanane. Und das ist jetzt ein Granatapfel, den ich aus dem Kern gezogen habe. Ist dann auch jetzt super herangewachsen. Der Regen hat dem nicht geschadet. Hier auch wieder nochmal Feige, Mango und Avocado. Hier genauso. Ist jetzt nichts Besonderes. Auch nochmal eine kleine Cherry Moya. Hier habe ich jetzt eine rosane Banane, die rosa Essbanane. 2 Pflanzen, die sind etwas größer. Und das ist immer noch meine Pflanze, die ich aus Costa Rica mitgenommen habe, die Banane Manzana. Die ist jetzt schon richtig groß geworden. Die ist 3 Jahre alt. Die habe ich damals aus Costa Rica einen Ableger mitgenommen. Hat der Zoll mir dankenswerterweise nicht abgenommen und jetzt darf er hier im Kübel wachsen und die Pflanze war schon richtig
groß, die ist mir auch einmal komplett kaputt gegangen. Da war noch mal zum Glück noch mal ein Austrieb da. Und jetzt ist sie auch schon wieder recht groß. Wenn ich sie noch in einen größeren Topf setzen würde, dann würde die Banane noch mal schneller wurzeln. Deswegen versuche ich das zu meiden, weil so Schritt für Schritt das zu machen, nicht, dass ich dann einen überdimensionalen Topf bräuchte, weil die so schnell wächst. Hier jetzt auch noch mal eine größere Cherry Moya, die ist schon 3 Jahre alt. Nette Pflanze, die hat auch ein paar Rückschläge mal bekommen. Die war auch mal komplett vertrocknet, weil meine Mutter, als sie in Costa Rica war, mäßig gegossen hat. Und dann hat die dann noch echt was mitbekommen. Oh, da hat die einen Schrecken bekommen. Das war nicht schön, aber die hat sich zum Glück erholt. Hier kann man auch mal bei der schwarzen Support den Austrieb sehen. Sie hat neue, wie sie dann lang wächst. Wie gesagt, das Wetter hat den jetzt etwas besser getan als die komplette Trockenheit, so die Feuchte. Ist halt für manche Kulturen gut, für manche Kulturen halt schlecht. Dieses komische Wetter, sage ich mal. Hier dazwischen, das ist jetzt eine weiße Sapote. Hat so, weiß nicht, so 5-blättrige Blätter. Schaut etwas aus wie Hanf, aber das ist eine weiße Sapote. Auch 2 Pflanzen, da kann man sie aber hier auch mal ganz schön sehen. Hat auch einige Probleme mit Schnecken gehabt. Die wachsen jetzt auch recht gut, habe ich auch mir dieses Jahr zugelegt. Hier, das ist jetzt meine Graviola. Die treibt langsam aus. Die ist 3 Jahre alt. Dieses Jahr ist es ja nicht so gut gegangen. Da hat sie sehr viele Läuse gehabt. Und auch wieder mit dem Sonnenbrand habe ich da, ist ein bisschen übertrieben. Im Frühjahr habe sie nicht genug abgehärtet und hat sie immer wieder ihre Blätter verloren. Das war jetzt nicht richtig schön anzusehen, aber sie treibt aus. Das ist schon mal ein richtig gutes Zeichen, dass sie auch lebt. Hier, das sind die Ananas aus dem Discounter, die ich einfach in den Topf reingesetzt habe. Die haben alle angewurzelt. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Hat funktioniert. Mal schauen, wie die sich auch weiterentwickeln werden. Hier vorne, das ist eine Dattel. Habe einen Kern von einer Dattel. Hier haben wir mal Trockendatteln geholt. Habe die in die Erde reingesetzt und die wächst jetzt auch ran. Schaut aus wie ein etwas strukturiertes oder festeres Grashalm. Hier auch nochmal Cherry Moya, nicht Ananas, Avocado. Hier auch nochmal. Hier hinten eine Dattel. So, und dann habe ich hier noch eine. Die habe ich mir zugelegt, die Pflanze. Das ist eine Bergpapaya. Das habe ich mir einfach mal gegönnt. Ist schon eine 3 bis 5 Jahre alte Pflanze, das weiß ich nicht mehr genau, muss ich mal nachschauen. Das ist jetzt so eine Bergpapaya, wenn man sie halt so sieht, die muss ich halt im Winter, muss ich hier alles wieder ins Haus reinstellen. Die sind jetzt so noch nicht ganz winterhart, müssen sich noch ein bisschen dran gewöhnen ans Klima. Mal hier mal Schritt für Schritt, bis sie vielleicht irgendwann mal winterhart werden. Bin dann auch mal gespannt, freue mich auch schon richtig. Also auch eine richtig coole Pflanze schon, doch einen richtig guten Strunk. Habe ich in Costa Rica auch schon eine Pflanze gesehen, einen großen Baum, der schon 15 Jahre alt war. Das ist unbeschreiblich, weil der Stamm hier, der wird dann immer größer, aber der bekommt keine Blätter, so keine Äste oder so, der ist kahl. Das ist richtig schön anzusehen, nur oben sind die Blätter an den Früchten. Schaut aus halt wie eine große Palme. Dann hier drüben noch der Orangenbaum, der stand jetzt den ganzen Sommer hier draußen. Weil dann auch wieder im Herbst reinkommen. Und hier, da habe ich jetzt auch Unmengen an Johannisbeer-Stecklinge, die jetzt ich versuche jetzt anfangen Wurzeln schmeißen zu lassen. Und da habe ich jetzt auch viel zu viel, also da gebe ich gerne an euch, wenn ihr Johannisbeer-Stecklinge haben wollt, gebe ich gerne an euch was weiter. Das ist für mich viel zu viel, ich habe schon keinen Platz mehr. Jetzt ungefähr an die 100 Stecklinge, um die alle Wurzeln. Wie gesagt, könnt mich gerne kontaktieren, Telegram, E-Mail, auch hier unter den Kommentaren. Dann können wir ja was machen und ich schicke sie euch dann zu. Und hier drüben, das jetzt sind die Salbeipflanzen, die ich jetzt noch rüber habe. Da genauso wie bei den Johannisbeerstecklingen. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch gerne. Und jetzt nochmal ein bisschen Einblick in die Voranzucht. Hier nochmal ein bisschen Kohlrabi, der von Schnecken und Erdflöhen angefressen wird. Chinakohl. Jo. So ein paar Herbst- und Wintervorbereitungen, die Aussaaten, nochmal ein bisschen Batavia-Salat.
Weil wir gerade bei den Johannisbeer-Stecklingen und bei dem Salbei waren, bei den Johannisbeeren, die müssen noch Wurzeln bekommen, die Stecklinge. Hier bei den Erdbeerableger, da weiß ich ganz genau, dass die bewurzelt sind, richtig gut sogar. Und auch hier wieder, wenn ihr Interesse an Erdbeeren habt, ich habe wie genug, schreibt mich gerne an auf Telegram oder auch auf YouTube oder meine E-Mail-Adresse. Wie gesagt, findet ihr alles in der Infobeschreibung und natürlich auch auf meiner Webseite. Also einfach anschreiben, wenn ihr Interesse habt und gerne Pflanzen haben möchtet.